Ja, hallo, guten Tag an euch alle da draußen. Ich begrüße euch zu dem ersten Teil, zur ersten Folge des nagelneuen Podcasts im FCTF, dem Podcast des Fotoclub Tele Freisen. Mein Name ist Christian Müttertiess. Ich werde euch in den nächsten Wochen und Monaten durch einige Folgen hindurchführen. Es wird immer mal verschiedene Themen geben, Technikthemen, aber auch Fotoclub-Themen. Es wird neue News geben aus dem Fotoclub, aus der Fotoszene. Und auf lange Sicht ist auch angedacht, Fotografen, Fotografinnen aus dem überregionalen Bereich mit in den Podcast aufzunehmen, sodass wir hier ein ganz breites Spektrum abdecken wollen mit dem Fotoclub Tele Freisen, mit einem ganz neuen Medium im Clubleben. Es ist auch für uns so ein bisschen spannend, wie das ankommt, wie das läuft. Und ja, wir freuen uns schon drauf und ich denke mal, ihr da draußen freut euch auch schon. Die Folge 1 heute, was gäbe es besser, als mit jemandem zu starten als Gast in der Folge 1, ohne den es de facto diesen Fotoclub Tele Freisen überhaupt nicht gäbe. Also es ist der Mann, der den Fotoclub vor etlichen Jahren gegründet hat. Ohne ihn würde ich jetzt nicht hier sitzen, ohne ihn wäre nicht ein sehr, sehr erfolgreicher Club ins Leben gerufen worden, der mehrfacher deutscher Meister ist und so weiter. Da reden wir jetzt gleich hier im Rahmen von der Folge drüber. Und ja, ich begrüße zunächst mal Franz Rudolf Kloß vom Fotoclub Tele Freisen. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Franz Rudolf, du bist ja seit vielen, vielen Jahren sozusagen der Kopf des Fotoclub Tele Freisen. Du hast den Club vor etlichen Jahren mit ein paar Mitstreitern zusammen gegründet. Kannst du uns vielleicht so ein klein bisschen mit auf die Reise nehmen? Ist das so typisch saarländisch entstanden? Man sagt ja im Saarland, wenn vier Leute mit demselben Themengebiet zusammensitzen, gründen die einen Verein. War das beim Fotoclub Tele Freisen auch so? Nein, das war nicht so. Dieser Club ist eher dann über die Rheinland-Pfälzer entstanden. Und zwar war ich in meiner Jugend Lehrling bei der BASF und hatte die Gelegenheit, 2 Jahre im Jugenddorf Limburger Hof zu verweilen oder sogar zu verbringen und bin dadurch zur Fotografie gekommen. Die Fotografie wurde mir aber auch schon zum Teil in die Hände gelegt. Ich habe schon von jungen Jahren her fotografiert. Mein Vater war immer sehr aufschlussreich, hat mir immer auch seine Kamera zur Verfügung gestellt. Und es gibt ja auch ein paar Fotos von mir in jungen Jahren, wo ich die Kamera betätige und sogar fotografiert habe. Aber letztendlich der Fotoclub ist entstanden über die Mitgliedschaft, die ich in einem Club war, in Limburger Hof. Ich war sogar eine kurze Zeit lang sogar in der Fotografischen Gesellschaft Ludwigshafen als junger Mann tätig und habe das Ganze nachher übertragen an 2 Mitstreiter vom Fotoclub, einmal an den Franz Josef Bohnenberger, der heute noch Mitglied ist, und Michael Welle. Das sind die Gründungsmitglieder vom Fotoclub Tele Freisen, der übrigens am 1. November 1972 gegründet wurde. Das heißt also, der Fotoclub Tele Freisen ist älter als ich, obwohl ich mich ja auch teilweise schon alt fühle, aber ich bin jetzt 47 und der Club wird dann nächstes Jahr 50. Jubiläum dann feiern. Genau, der Club wird nächstes Jahr 50 Jahre alt und man kann sagen, von den Anfangsjahren, die wir mehr oder minder uns mehr Dokumentationsfotografie geleistet haben, wie die Ortsteile von Freisen und in die Gemeinde Freisen, sind wir immer nach und nach zum Anschluss in den Deutschen Verband für Fotografie 1977 sind wir immer mehr zur künstlerischen Fotografie dann übergegangen durch die Erfahrung von den anderen Clubs, den Austausch. Und der Deutsche Verband für Fotografie, da gibst du mir ein sehr gutes Stichwort. Es ist ja so, dass du aktuell jetzt, aber auch schon viele, viele Jahre auch in diesem DVF, wie man so sagt, aktiv und tätig bist. Kannst du so vielleicht ein bisschen erklären, was der DVF im Sinne des Clublebens oder wo der DVF angesiedelt ist? Ist es so der Oberverband für alle Vereine in Deutschland oder was ist dieser DVF genau? Der Deutsche Verband für Fotografie ist halt der Dachverband der Fotografenvereinigungen. Das heißt, viele Clubs und viele Einzelmitglieder sind in diesem Verband tätig. Es sind ja über 5000 Mitglieder, die dieser Verband hat. Und dieser Verband ist halt der Ansprechpartner für viele Clubs bzw. auch für viele Vereine,
Er richtet jährlich diese deutsche Fotomeisterschaft aus, er richtet jährlich die Nord- und Süddeutsche Fotomeisterschaft aus. Ebenso werden auch die Themenwettbewerbe. Und darüber hinaus gibt es eben diese 10 Landesverbände. Und diese 10 Landesverbände, die sind wieder zuständig für die Wettbewerbe und Ausstellungen und Workshops, sofern sie in den Ländern durchgeführt ist, tätig. Das heißt also, der DVF ist im Prinzip, man kann es wohl so sagen, ein Bindeglied aller Fotoclubs, die sich dem DVF anschließen und organisiert dann ganz viele verschiedene Ausstellungen, Wettbewerbe etc. mit den Clubs zusammen. Und auch die Clubs werden dann herangenommen, dass sie jetzt zum Beispiel Wettbewerbe, deutsche Meisterschaften oder so ausrichten im Namen des DVF. So. Genau so ist es, ja. Der Deutsche Verband für Fotografie braucht ja diese Clubs, die das praktisch vor Ort organisieren. Ohne diese Clubs, die das vor Ort organisieren, gäbe es keine Landesfotoschau oder keine Bundesfotoschau oder Nord- und Süddeutsche, weil das ist ja... Es ist auch die Vielfältigkeit, muss man dazu sagen. Wenn diese Bundesfotoshow einmal in Norddeutschland ist, einmal in Süddeutschland und auch einmal im Westen, Osten, man lernt sich kennen, es wird quer durch die Republik das Ganze organisiert und das hat also auch wirklich, von der Vielfältigkeit ist es einfach sich schön, sich da und da mal oder in andere Ortschaften und Länder zu treffen. Das kann ich mir gut vorstellen und du bist ja im DVF, gerade was die Wettbewerbsfotografie angeht, nochmal in einer ganz besonderen Stellung oder Position. Wenn man auf der Homepage des DVF in den Vorstand und Organisation reinschaut, dann kommt irgendwann auch dein Bild und dann steht da, dass du das Amt des Wettbewerbbeauftragten begleitest im DVF. Im ersten Moment überlegt man dann so ein bisschen, was hat der Mann als Wettbewerbbeauftragter an Aufgaben? Was kannst du uns das vielleicht so ein bisschen erklären? Organisierst du dann alle Wettbewerbe? Das ist ja unmöglich, das kannst du ja gar nicht. Du kannst ja nicht alle Wettbewerbe des DVF organisieren. Oder bist du so ein bisschen derjenige, der aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Wettbewerbsfotografie hier so ein bisschen die Hand drüber hält und schaut, dass die vom DVF organisierten Wettbewerbe ordentlich laufen? Was ist die Aufgabe als Wettbewerbsbeauftragter? Die Aufgabe des Wettbewerbsbeauftragten ist dann in erster Linie, diese vom Bundesverband festgelegten jährlichen Wettbewerbe zu organisieren, durchzuführen, das heißt von der Planung von A bis Z, das heißt die Ausschreibung, diese Jurierung festzulegen, wann juriert wird und auch praktisch wie und welcher Ausrichter das Ganze durchführt. Wir fangen da an mit dem größten Wettbewerb, das ist immerhin die Deutsche Fotomeisterschaft, wo etwa 5000 Fotos eingereicht werden von über 1000 Fotografen und Fotografinnen. Dann geht es weiter zur Nord- und Süddeutsche, dem Bundesthemenwettbewerb und alle 2 Jahre exklusiver Wettbewerb, dem Portfolio-Wettbewerb, wo sich praktisch jeder kann daran beteiligen, wo auch die ganze Jahre auf der Fotokina diesen Wettbewerb gezeigt wurde. Also das ist ja doch schon ein ganz schönes, großes Aufgabengebiet, was du dann dort über viele Jahre, muss man ja sagen, parallel noch zu dem ersten Vorsitzenden des Fotoclub Telefreisen, der ja auch schon über 200 Mitglieder hat, begleitet hast. Du warst ja immerhin über 40 Jahre auch erster Vorsitzender hier im Club. Geht dir da nicht irgendwann mal die Zeit aus? Also ich stelle mir das schon ziemlich heftig vor. Es ist schon eine heftige Zeit, vor allen Dingen, wenn ich jetzt im Nachhinein kurz aktuell die Deutsche Fotomeisterschaft betrachte, von der Planung mit der Jurierung und praktisch die Endärzte, Ergebnisse und so weiter. Es sind schon ein paar hundert Stunden, gehen immer drauf. Und es ist schon zum Teil wirklich eine Herausforderung, die ich auch die ganze Zeit gerne gemacht habe. Muss auch dazu sagen, nochmal beides mit Fotoclub Telefreisen und diese Aufgabe, das würde ich mir heute nicht mehr zutrauen. Ich bin auch heilfroh, dass ich Vorsitzende beim Telefreisen vor 2 Jahren konnte abgeben. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, auf diese Übergabe im Fotoclub Freisen. Ich möchte noch kurz bei der Wettbewerbsfotografie als Thema bleiben und zwar, also du bist ja, logischerweise stehst du hinter dem System des Wettbewerbs in der Fotografie, sonst würdest du nicht solche Ämter begleiten. Aber ich höre in der Fotocommunity oftmals auch so ein bisschen kritische Worte, was die Wettbewerbsfotografie angeht. Nach dem Motto,
ich vergleiche mich doch nicht in meinem Hobby mit anderen oder mir ist das alles zu stressig, mir ist das alles zu teuer vielleicht auch, zu intensiv. Was entgegnest du den Kritikern, die halt wirklich ja, die Wettbewerbe sehr, sehr kritisch sehen und das dann auch durchaus dementsprechend äußern? Wo ist so für dich der Punkt, wo du sagst, nee, das ist doch gerade die Wettbewerbsfotografie, die bringt uns hier und da weiter. Was ist für dich so die Triebfeder? Also es gibt ja in unserer ganzen Gesellschaft, egal in welchem Bereich wir sind, ob wir jetzt im sportlichen oder im musischen Bereich tätig sind, gibt es diese Wettbewerbe. Im sportlichen Bereich ist es manchmal einfacher. Beim Kugelstoßer werft er seine Kugel ab. Ich nehme das Maßbass und messe ab und sage 18 Meter so viel. In der Fotografie ist es halt so, ich bin von den Juroren abhängig, die mit Sicherheit kreditwürdig zum Teil sein. Jeder denkt, wenn er auf Platz 1 ist, klasse Juror, wenn er auf Platz 10 ist, waren die Juroren nicht die optimale. Aber ich denke, durch die Wettbewerbsfotografie, und ich sehe es jetzt bei uns im Fotoclub, die 50 Jahre, die ersten 7 Jahre, wo wir uns in der Wettbewerbsfotografie gar nicht so beteiligt hatten. Wir hatten am Anfang immer die Clubmeisterschaft, schon übrigens von 1972 hatten wir eine Clubmeisterschaft. Und wenn ich mir heute die Fotos bedenke, wir haben ja Gott sei Dank eine Chronik, die ja alles belegen kann, Fotochronik, welche Fotos wir damals schon gemacht haben, wie man die Fotos von Jahr zu Jahr gesteigert wurde, sind auch mit Gleichgesinnte im Saarland oder auch über die Grenze hinaus in Rheinland-Pfalz hatten wir ja Kontakt zu Fotoclubs, da gesehen haben, wie fotografieren die, wie machen die und dann ist halt das eine oder andere dazugekommen, einer beteiligt uns bei Wettbewerben, die erste Wettbewerbe, wo wir uns beteiligt haben, regional, das war dann bei der St. Wendler Volksbank oder bei der Kreissparkasse St. Wendel, da war die jährliche Kalenderwettbewerbe oder es hat auch von Landkreis Wettbewerbe gegeben, wo wir uns beteiligt haben und das sind auch die Erfolge unserer Mitglieder immer wieder zu Buche geschlagen, das war dann der Anreiz auch da. Der Anreiz, ich gebe mein Foto rein, wo ist es gelandet? Mhm. Beim Deutschen Verband für Fotografie, denke ich zurück die ersten Jahre, da haben wir fast immer eine Nullnummer gezogen. Wir haben unsere Fotos eingereicht, die Fotos sind zurückgekommen, keine Ahnung, wieso, warum. Dann haben wir analysiert, dann haben wir uns Fachleute genommen. Damals war ein ganz sehr guter und reger Mann im Deutschen Verband für Fotografie, das war Robert Funk von dem Fotoclub in Merzig, den wir etliche Male hier in Freise hatten und der uns dann auch wirklich vieles beigebracht hatte. Die Fotos, die wir hier vorgelegt haben, hat er die Schere genommen, hat sie zurechtgeschnitten, hat gesagt, so muss das Foto sein und nicht so, wie ihr es fotografiert habt. Und so kam auch der Anreiz, immer mehr an Wettbewerben teilzunehmen. Und es hat letztendlich auch der Vergleich zu anderen Fotografen, erstens mal zuerst vielleicht auf Landesebene, auch im Club und dann auf Bundesebene. Und so ist die Steigerung immer mehr gekommen. Und wenn ich das Ganze jetzt die letzten Jahre so verfolge, sind wir natürlich nicht schlechter geworden, wir sind immer besser geworden. Natürlich, und das ist der wunde Punkt, es gibt auch Mitglieder, die das nicht ertragen, wenn sie mal Misserfolge haben und deprimiert sind. Und das ist das Traurige für mich, muss ich immer wieder sagen, dass ich, wenn ich mir Mitglied sage, das Foto hat wirklich alle Chancen und es wird eben nicht in die erste Reihe kommen, dass es dann viele deprimiert sind. Nicht nur bei uns im Club, sondern ich habe ja wirklich Kontakt zu vielen Fotografen in ganz Deutschland, die da meinen, warum hat mein Foto da so nicht abgeschnitten, wieso, warum. Es ist leider Gottes so, der Mensch entscheidet und wenn da die Juroren das eben für jetzt nicht so gut finden, ich sage immer 4 andere Juroren, es wäre vielleicht vorne dabei, aber letztendlich muss ich immer wieder sagen, wenn ich mal die ganzen Fotos jetzt betrachte und ich bin jetzt 10 Jahre in diesem Amt drin auf Bundesebene, die besten Fotos werden halt immer wieder durch sich setzen. Das ist halt so, es kann auch mal sein, dass ein Foto, wo bei einem Wettbewerb auf Platz 1, bei dem nächsten auf Platz 10 sind. Das ist halt menschlich, das ist subjektiv, man kann das einfach nicht abmessen und sagen, das ist es so. Ich habe auch so viele Sachen schon erlebt, dass jemand gesagt hat, mein Foto hat auf der Bundesebene eine Medaille gewonnen, auf der Süddeutsche hat er keine Annahme erzielt. Es ist halt so. Ja. Aber ich, letztendlich muss ich immer wieder sagen, gesunder Menschenverstand und gesunder Optimismus und auch nicht so verbittert das Ganze sehen, hat die Wettbewerbe schon ihren Reiz und man kann sich vergleichen mit anderen Fotografen und man soll es halt nicht so verbittert sehen, wie das manche leider tun.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für Neueinsteiger in die Wettbewerbsfotografie, dass man ja vielleicht so, wenn man die Ohren offen hat, rechts und links schon mitbekommt, dass es wirklich Fotografen, Fotografinnen gibt, die da so ja, eng und verbittert und ja, teilweise schon engstirig sehen mit der Wettbewerbsfotografie, dass vielleicht der eine oder andere schon abgeschreckt wird, bevor er überhaupt mal den Schritt gemacht hat. Also ich kann nur von mir jetzt zum Beispiel sprechen. Ich habe de facto in meinem fotografischen Leben, in meiner fotografischen Entwicklung nie einen solchen Sprung gemacht, als in den ersten 2, 3 Jahren im Fotoclub, als ich begonnen habe, an Fotowettbewerben teilzunehmen. Nicht unbedingt wegen des Wettbewerbs an sich, aber wir machen ja im Fotoclub immer Bildbesprechungen zu den Wettbewerben im Vorfeld. Und diesen Weg des Bildes zum Wettbewerb hin, der dann mit ganz, ganz erfahrenen Fotografen dann gemacht wird, das bringt jeden im Prinzip in seinem fotografischen Wissen und in der Entwicklung auf jeden Fall deutlich weiter. Da kann ich jetzt nur von mir reden. Und zu dem Thema, dass man auch mal keinen Erfolg hat. Wir sind ganz frisch gebackener deutscher Meister mit dem Fotoclub Tele Freisen. Meine Bilder sind alle unten durchgefallen. Also das gehört dann auch dazu. Aber da soll man sich als Clubmitglied für den Club freuen. Und das ist dann die Hauptsache. Wenn eine Fußballmannschaft gewinnt, freut sich der Spieler. Und wenn sie verliert, dann freut er sich nicht. Dann leidet er mit der ganzen Mannschaft, obwohl er vielleicht selbst gut gespielt hat. Und so ist die Wettbewerbsfotografie, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Spiel in einem Club, in einem Team. Also es ist nicht so der Einzelne, der da ganz extrem wichtig genommen wird. Natürlich ist es schön, wenn Annelie Henn ganz aktuell deutsche Meisterin wird. Das ist auch für den Club schön, das ist für die Annelie vor allem sehr schön. Aber ich glaube, dass wenn man das so als Verein im Ganzen sieht, ist es der gesündere Ansatz für alle, denke ich. Du hast ja schon vieles erwähnt. Es kommt natürlich auf die Struktur des Clubs an. Und wenn ich mir in der Republik die größeren Clubs, die wir leider ja zu wenig haben, betrachte, sind die fast genauso aufgebaut wie der Fotoclub Tele Freisen. Das Wichtigste ist halt diese Treffen, dass ich meine Fotos auch den Kolleginnen und Kollegen vorstelle, dass die über meine Fotos mal drüber schauen, dass die mir vielleicht das eine oder andere als Tipp geben. Und dass diese Besprechung einfach muss stattfinden, dass ich sage, bekomme, da ist ein Fehler drin oder da könnte das Bild könnte besser aufgebaut werden. Letztendlich hat uns das nur geholfen. Diese harte Kritik, die manchmal auch, muss ich wieder dazu sagen, von manchen Clubmitgliedern ein bisschen so herb geführt werden und dann manche neue Mitglieder leider Gottes ein bisschen als Verschreckte und sage, mein Gott, wieso hat der mein Bild jetzt so verrobbt, wieso ist das so? Und da muss man als Vorsitzender manchmal schon ein bisschen nacharbeiten und muss dann sagen, so ganz so schlimm wie jetzt der XY das Bild hier verrobbt hat, ist es ja doch nicht. Aber er hat im Grunde genommen schon die richtige Weg gezeigt. Es geht halt nur. Konstruktive Kritik ist es ganz, ganz wichtig. Und man muss auch diese Kritik zum Teil annehmen. Und wenn man sie annimmt, und das habe ich die Erfahrung gemacht, und du hast ja selbst bestätigt, dann komme ich weiter. Ich komme nur auf diese Schiene weiter, wenn ich wirklich meine Fotos zeige, konstruktive Kritik anübe und eben wieder an mir weiter arbeite. Und das habe ich jetzt in meiner ganzen Laufbahn, bei 50 Jahren bin ich nächstes Jahr in der Szene drin, erlebt. Die Mitglieder kommen all weiter. Traurige ist halt, dass diese Clubs leider Gottes das zum viele Clubs zu wenig machen. Leider Gottes werden da viele neue Mitglieder nicht gefördert. Da kann ich nur appellieren an viele Clubs, und das habe ich auf Bundesebene schon immer wieder gemacht. Es ist wichtig, neue Mitglieder hinzuzufügen, neue Mitglieder auszubilden, sie heranzunehmen. Und da sind wir halt hier in Freise, sind wir ja gut aufgestellt mit Anfängergruppe und so weiter, Bildbesprechungsgruppe. Also da sehe ich auch für sich schon eine gute Zukunft dafür. Genau. Gerade auf diese Gruppenbildung im Fotoclub werden wir auch in den nächsten folgenden Podcast hier noch eingehen. Ich kann da auch noch mal aus meiner Erfahrung sprechen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal am ersten Abend hierher gekommen bin, war stolz wie ein Spanier, habe so ein paar Bilder aus Madagaskar mitgebracht. Und ich werde so den O-Ton der Besprechung nicht vergessen. Der war nämlich, du fährst ja sicher noch mal dahin, oder? Also da wusste ich schon irgendwo, okay, hier wird eine gewisse Latte angelegt im Fotoclub. Aber es war für mich von Anfang an vollkommen klar, dass es auch in Ordnung ist, dass man dann ja, auch einen gewissen Teil an Kritik, aber positiv. Die ist immer positiv gemeint und immer für den Fotografen, dass er weiterkommen soll. Das ist halt
ganz, ganz wichtig. Wir haben ja verschiedene Wettbewerbe eingeführt. Auch das wird vielleicht bei manchen, kommt das vielleicht so ein bisschen einfach an, aber ich finde zum Beispiel das Bild des Monats ganz, ganz wichtig. Obwohl das ja auch nicht jetzt unbedingt die künstlerische Fotografie des Clubs zeigt, aber es weist aber viele Mitglieder mal darauf hin, dass sie können an diesem Wettbewerb teilnehmen und vor alle Dinge, sie können da versuchen, pro Monat praktisch irgendwo in die Wertung mit reinzukommen und können dann auch praktisch ihre Fotos auch, werden ja in der Saarbrücker Zeitung gezeigt, wo sie dann auch veröffentlicht werden. Dann gibt es ja auch diese Vorbesprechungen in der Wettbewerbsgruppe zu alle Wettbewerbe. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass es diese Sache gibt bei uns im Club und dass das auch favorisiert wird und auch immer wieder vom Vorstand unterstützt wird. Genau, also da kann ich auch nur an alle appellieren, da auch teilzunehmen dann an diesen Angeboten einfach, die da sind. Wir haben hier jetzt im Hintergrund gerade so ein Bild von dir, Regenschauer hast du das genannt. Das habe ich mir extra ausgewählt, weil es ist ja nicht so. Also ich käme nicht direkt auf die Idee, ein Bild so zu fotografieren. Du bist ja durch dein Wissen tiefer drin, was vielleicht bei Wettbewerben ankommt. Was ist, ja, wenn man die Jury zum Beispiel vorher kennt, was könnte da passen? Oder was ist jetzt bei dem Thema dieses Wettbewerbs genau das, was ich da liefern kann oder liefern sollte? Jetzt mal gerade bei diesem Bild. Der ein oder andere schaut sich das vielleicht im ersten Moment an und denkt, das ist ja alles unscharf, wieso? Ne? Aber dann, wenn man ein bisschen länger reinschaut, wenn man sich ein bisschen analytisch daran geht und vielleicht das Wissen eines erfahrenen Wettbewerbfotografen hat, sind es teilweise ja genau solche Bilder, die auch mal ein bisschen anders sind, die bei einem Wettbewerb ganz vorne hinkommen. Ne? Sie zeigen was Neues. Wie bist du vielleicht gerade bei dem Bild hier jetzt auf die Idee gekommen, das so zu fotografieren? Da muss man erst mal drauf kommen. Vielleicht noch vorab. Es ist halt so, dass wir bei vielen Wettbewerben jetzt gerade auf Bundesebene die Sache erleben. Es gibt ja kaum noch ein Gebäude, das nicht fotografiert worden ist. Es gibt kaum noch eine Situation, es gibt kaum noch ein Porträtakt. Egal, über alles, was wir so an Bilderflut momentan auf uns zukommen oder was noch nicht veröffentlicht wurde ist oder was wir noch nie gesehen haben. Es ist halt so, diese Fotos, was explizit neue Fotos, neue Ideen, da mangelt es wirklich vieles noch. Also bei vielen momentan, auch die aktuelle Situation war mit Sicherheit durch Corona dieses Jahr gehemmt. Wenn ich mir die Fotos betrachte, dies Jahr bei der Deutschen Fotomeisterschaft, so viel Neues ist es dann leider nicht gewesen, sind viele alte Kamelle immer wieder aufgetischt worden. Da hätte ich genauso Vorschläge, dass man das irgendwann mal ändert, aber das ist halt schwierig. Wenn ein erfolgreiches Bild irgendwo erfolgreich war, wird es immer wieder nachversucht, nachzukopieren. Und die Idee von mir war natürlich, versuch immer wieder eigenartige Fotos zu machen oder Fotos, die noch nicht vor mir jemand gestaltet hat. Und dieses Foto ist rein auf einer Clubfahrt sogar entstanden in Estland, zufälligerweise. Ich habe diese Sache mir so beobachtet, hat ziemlich guter Fensterplatz gehabt vorne und habe das ganze Schauspiel mir so beobachtet mit diesem Regenschauer, was da kommen wird. Und das ist halt von vielleicht 200 Fotos dieser Glücksfall gewesen, dass ausgerechnet dieser Aufbau von dem Foto kommt mit dem goldenen Schnitt drin und dass die farblich und auch die Harmonie und wie du schon sagst, zuerst war unscharf, aber letztendlich ist das Foto, so wurde es mir auch bestätigt von mehreren Fotografen, schon ein Anreiz da, ich schaue länger hin und tue mich mit dem Foto beschäftige und das ist halt die Eigenart an diesem Foto. Genau, also es ist doch immer noch mal interessant, dass durchaus auch Bilder bei Wettbewerben ja Möglichkeiten haben, was zu gewinnen, wo im ersten Moment gar nicht so offensichtlich dann ist. Also es ist ja mal was Außergewöhnliches einfach produzieren. Das so ist es, was Außergewöhnliches genau. Produzieren. Natürlich muss ich die Jury überzeugen, die Juroren. Es ist halt nicht immer so, dass die Juroren auf dieser Seite sind. Aber es gibt aber auch von Wettbewerb zu Wettbewerb, muss ich sagen. Und wenn ich das Bild jetzt betrachte, es hat an für sich schon einen guten Lauf gehabt. Es ist ja schon etliche Mal ausgezeichnet worden. Okay, Franz Josef, Stichwort guten Lauf, kommen wir vielleicht nochmal zum Fotoclub zurück. Der hat ja seit Jahren einen guten Lauf, auch in der Wettbewerbsfotografie, aber allgemein.
Und da möchte ich noch mal so ein klein bisschen den Fotoclub Tele Freisen jetzt ansprechen. Du hast ja vor 2 Jahren, ja, im Sport sagt man, den Staffelstab übergeben. Wir haben einen neuen ersten Vorsitzenden, den Steffen Kloß. Er ist jetzt seit ein paar Jahren an dieser Stelle und man kann schon fast sagen, es ist ein 2-Generationen-Sprung, ja fast. Also Steffen ist ja doch ein gutes Stück jünger und der Gesamtvorstand ist ja ein gutes Stück jünger als noch vor etlichen Jahren. Ich glaube, man kann behaupten, dass das absolut vorbildlich ist für nicht nur Fotoclub, sondern ich glaube sogar für das Vereinsleben insgesamt. Man bekommt immer rundum mit, dass es in Vereinen immer schwieriger wird, Nachfolger für Ämter irgendwoher zu akquirieren aus den Mitgliedern raus. Das ist im Fotoclub Freisen jetzt vorbildlichst gelungen, muss man sagen. Kannst du uns vielleicht so kurz mitnehmen, welche Gedanken dich im Hinterkopf noch so treiben? Wo siehst du einmal den Fotoclub Tele Freisen, aber auch vielleicht so das Clubleben, die Clubfotografie in Deutschland, weil du ja ganz, ganz großen Bekanntenkreis hast in ganz Deutschland. Wie wird sich das Leben eines Fotoclubs in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar entwickeln? Wo siehst du Chancen und auch vielleicht Gefahren? Ich sehe es jetzt auf der DVF-Schiene, sehe ich wirklich es Gefahr, dass es immer mehr Einzelmitglieder gibt, dass also die Bindung an Clubs immer weniger wird. Es gibt ja die Statistik, man kann es ja auf der Homepage nachschauen, der Fotoclub Tele Freisen ist zurzeit der größte, also mitgliederstärkste Club. Und dann gibt es noch 3, 4 Clubs, die etwa in derselben Kategorie von Mitgliedern spielen wie wir. Und darunter fällt es wirklich rapide ab. Und ich denke, es wird unheimlich schwierig werden. Nicht nur bei der Fotoclub, sondern allgemein. Man hat sich jahrzehntelang mit Jugendarbeit nicht beschäftigt. Wir haben seit Anfang an Jugendarbeit betrieben. Ich weiß auch, wie viel Geld wir in die Jugendarbeit investiert haben. Und ich muss sagen, es war richtig und ich kann heute nur jedem Verein empfehlen, Jugendarbeit zu betreiben. Ich rede auch auf Bundesebene mit einigen Vereinen, aber immer wieder bekomme ich die Antwort, wer soll es machen, wer macht das Ganze, ich kann es nicht mehr, ich bin so alt und so weiter. Gott sei Dank haben wir das nie gehabt. Wir waren damals eine junge Truppe. Wir haben versucht, immer die Jugend mitzunehmen. Ach, wie Steffen mitzunehmen oder Yannick und Selina und Christian Becker, der ja ebenfalls der geschäftsführende Vorstand ist. Mhm. Dann kommt ja die Generation schon von dir, die ja praktisch das Mittelbau bildet. Und ich muss dazu sagen, zum Fotoclub Tele Freisen bin ich an für sich sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Und ich habe auch vor kurzem noch mit älteren Mitgliedern gesprochen, die haben gesagt, wie haben wir das nur hingekriegt? Wir sind heilfroh, dass wir das geschafft haben. Wenn ich sehe, da geht der Club, da machen sie dicht, da machen sie dicht und da machen sie dicht, da hören sie auf. Ich kann nur appellieren, das Geld in die Jugend ist richtig investiert. Mir ist auch bekannt oder mir ist es auch klar, von 10 bleibt einer da, aber lieber einer als wie gar keiner und irgendwann schließen wir das Ganze. Also ich sehe es wirklich schwierig auf Bundesebene, diese Clubstruktur zu halten, weil letztendlich die Clubs das Rückgrat von vielen Landesverbänden beziehungsweise auch vom Bundesverband ist, der ja vieles muss organisieren, ausrichten. Zum Fotoclub Tele Freisen nochmal zurück. Ich bin wirklich froh, dass ich das Amt konnte übergeben. Es ist von mir eine große Last gefallen und ich habe auch immer wieder betont, wenn sie Rat und Tat oder irgendwas brauche, bin ich gerne bereit, auch wie andere Mitglieder. Und das hat auch Steffen schon und Yannick schon gemerkt. Wenn es irgendwo mal hakt oder irgendwie sie von der Zeit her das nicht können erledigen, dann ist dann die Rentnertruppe gekommen und hat es erledigt. Und das ist das Schöne, das war zu meiner Zeit auch so. Mhm. Und das ist das Schöne. Und das Gesellschaftliche, muss ich dazu sagen, ist beim Fotoclub auch sehr gut aufgestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Leider war jetzt auch in der Pandemiezeit das eben nicht so gelaufen, aber sonst ist Feiern und Fahrte und Feste, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das praktisch im Clubleben ausführt. Das ist in einem Fotoclub genauso wichtig wie im Sportverein auch, dass das so die soziale Interaktion gerade jetzt im Moment, die hat ja schwer gelitten unter Corona. Und wenn es dann jetzt wieder losgeht, bin ich da eigentlich auch sehr guter Dinge, dass es bei uns im Club wieder ganz normal nachher weiterläuft. Vielleicht ein paar, wie jetzt hier so ein Podcast, vielleicht kommen ein paar neue Ideen auch mit rein von den jüngeren Generationen.
da sind wir mit Sicherheit sehr, sehr gut aufgestellt, denk ich so von mir aus. Ne? Von meiner Warte war es nie ein Bedenkungsträger gegeben. Ich habe immer wieder gesagt, wenn es auch bei uns schon mal früher, können wir das überhaupt organisieren, können wir, wir versuchen es. Mhm. Wir versuchen es. Einfach nicht von vornherein abblocken, das können wir nicht, das wird nicht funktionieren, sondern ganz einfach gesagt, wir versuchen es. Und ich muss sagen, mit den Partnern, wo wir haben, mit Gemeinde, mit Landrat oder Landkreis und auch mit den Sponsoren, die wir haben, muss ich sagen, haben wir wirklich unheimlich viel in den letzten, würde ich sagen, mal 50 Jahre zustande gebracht. Und wir sind ja jetzt, die alte Truppe ist ja dabei, eine Chronik zu erstellen. Und ich würde sagen, wenn wir das mal alles auftischen, was wir alle schon gemacht haben, da wird nur mancher staunen, was der Fotoclub Tele Freising 50 Jahre schon geleistet hat. Das glaube ich direkt. Da bin ich mit Sicherheit auch bei denen dabei, die staunen werden. Franz Rudolf, ich habe noch eine letzte Frage. Das ist immer so am Schluss eine kleine Überraschungsfrage, wo der Gast überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Wenn eine Fee käme und würde dir einen einzigen fotografischen Wunsch erlauben, du dürftest zu einer Location fahren, du dürftest eine Person fotografieren, egal was, was würde dir noch so auf dem Herzen brennen, was würdest du gerne noch umsetzen in deinem Fotografenleben, wo du vielleicht bisher noch nicht dazu gekommen bist? Kannst du uns da irgendwie was sagen? Da fällt mir spontan ein, ich war halt auf einem großen Festival gewesen und da kenne ich die Fotos von Alexander Gerst, Alexander Gerst. Ja. Und das wäre halt noch so eine Herausforderung, wo ich denke, so aus dem Weltall die Sache mal festzuhalten, so wunderschön die Erde, diesen blauen Planeten, der ja so wirklich wundervoll ist und einzigartig ist, das wäre noch was Ansporn. Ja. Gut, da würde ich sagen, das ist aber auch dann die Herausforderung schlechthin. Ja. Und da ist dann auch der Weg irgendwo das Ziel. Ne? Ja, aber es ist schon faszinierend, wenn man diese Sache sich betrachtet. Und dann muss ich schon sagen, das hätte mich auch interessiert. Wird mich auch interessieren. Aber es wird wahrscheinlich nur ein Wunsch sein. Wahrscheinlich, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Die Technik geht ja vorwärts. Ja, genau, dann sind wir schon am Ende der ersten Folge hier im Podcast des Fotoclub Tele Freising. Franz Rudolf hat ganz tolle Antworten geliefert zu meinen Fragen. Es wird dann weitergehen mit den nächsten Folgen in den nächsten Wochen. Die werden dann immer so sukzessive nacheinander veröffentlicht. Und ich kann nur allen schon mal recht herzlich danken, dass ihr hier teilgenommen habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, egal was, besucht einfach die Internetseite des Fotoclub Tele Freising, fctf.de. Dort sind sämtliche Kontakte zu finden. Da könnt ihr auch dann Fragen reinschicken. Wir werden diese logischerweise dann zeitnah beantworten. Und mir bleibt nur noch zu sagen, einen schönen Sonntag. Wir nehmen hier sonntags auf und gutes Licht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.